Teilchen aus verschiedenen radioaktiven Vergängen auf der Erde, aber auch im Weltall. Hinterlassen kurzzeitig Kondensstreifen in der Nebelkammer. Damit kann ihre Flugbahn sichtbar gemacht werden. Was tun und beobachten? Beobachten Sie, wie die unterschiedlich ionisierenden Teilchen unterschiedlich kurzzeitig sichtbare Nebelspuren hinterlassen. Also beobachten Sie, wie die unterschiedlichsten ionisierten Teilchen hast du die Streifen, die muss ich beobachten. Jetzt check ich. So cool. Wie stellt mir das dann?